Wie letzte Woche berichtet, haben Willi und ich die IGP 3 erfolgreich absolviert und nach der Prüfung ist vor der Prüfung, wie jeder weiß. Darum haben Willi und ich ein Seminar bei Martin Rotzoch besucht. Martin ist Fährtenexperte, die Insider kennen ihn. Das ist der Herr, der mit den Cockerspanielen auf deutschen Meisterschaften und Weltmeisterschaften unterwegs ist. Vorletztes Jahr war er Sechster der Weltmeisterschaft, Fünfter bei der deutschen, bei der VDH deutschen Meisterschaft, Dritter bei der Bundessiegerprüfung im DVG. Ja, und abgesehen davon ist er ein super Typ. Wir hatten hier eine tolle Zeit. Obwohl es sehr anstrengend war, 3 Stunden Anfahrt, dann das Fährten bei 30 Grad und dann halt wieder zurück. Wir sehen hier Martin mit einem seiner Spaniel auf der Fährte und in dem Video will ich davon berichten, wie es Willi ergangen ist bei diesem kurzen Workshop mit Martin. So, bevor es jetzt losgeht, kurz der Hinweis, immer sonntags gibt es hier auf Willis Kanal ein neues Video. Wenn du keines mehr verpassen möchtest, macht es Sinn, den Kanal zu abonnieren. So, los geht's. Wie man hier sehen konnte bei den Bildern, hat Martin Zugriff auf wirklich tolles Fährtengelände. Er macht auch super viele Seminare, also wenn du dich für ein Seminar beim Martin interessierst, solltest du dich frühzeitig melden, der ist immer ziemlich ausgebucht. Ich bin da auch nur zufällig reingekommen, weil ein Freund von mir, der Dennis, den sehen wir gleich auch, beziehungsweise dessen Hund, einen sehr guten Draht zum Martin hat, war es hier kurzfristig für mich möglich, an so einem Seminar mal teilzunehmen. Was man hier jetzt sieht, ist die erste Fährte vom Willi. Die erste Fährte vom Willi, die habe ich ganz normal eine IGP3-Fährte gelegt. Die sind wir dann gemeinsam abgegangen. Der Martin macht das immer so, dass er zunächst mal eine Fährte legen lässt vom Hundeführer. Der geht die dann mit ab. Danach gibt es eben ein entsprechendes Feedback, Korrekturvorschläge etc. pp. Dann kommt der Hund weg und nach einer Stunde oder zwei, je nachdem wie viele Leute da sind, wird nochmal eine Fährte gelegt und im Idealfall soll das gelernte oder kommunizierte, identifizierte Verbesserungspotenzial dann auch gleich angewandt und umgesetzt werden. So, und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, warum geht der da hin und tut sich das an? 6 Stunden Autofahrt, wenn der eine 95 bei der ersten IGP3 holt. Die Antwort ist relativ einfach. 95 Punkte sind super, ohne Wenn und Aber, gerade für die erste IGP3. Aber 95 heißt auch, Willi und ich haben 5 Punkte liegen lassen. Und ich wollte einfach einen Abgleich haben mit einem Top-Experten, um zu wissen, wie ich im optimalen Fall jetzt weiterarbeiten kann, damit beim nächsten Mal keine 5 Punkte liegen bleiben, sondern vielleicht nur 2 oder 3. Übrigens, der Martin hilft nicht nur Hundeführern, die bereits erfolgreich unterwegs sind mit ihrem Hund, sondern auch Anfängern wie hier den Xero vom Adlerschrei. Das ist der Hund vom Dennis. Der ist gerade erst aus dem Geruchsfeld raus und fängt jetzt hier, macht hier gerade seine ersten Schritte auf der Fährte und hat jetzt hier heute tatsächlich auch schon bei der ersten Fährte 40 Tritte gemacht. Also das wird sicher auch mal ein ganz toller Pferdenhund. So, zu Hause angekommen hat Willi dann diesen Monsterknochen bekommen, denn er hat seine Sache sehr gut gemacht. Das Feedback von Martin war sehr positiv. Für einen 2,5-jährigen Hund ist der Willi sehr gut aufgebaut. Ja, was will man mehr, wenn so ein Experte wie der Martin das sagt?
ist da sicherlich was dran. Darum gibt es halt diesen großen Knochen. Mitgenommen habe ich drei Punkte, die ich jetzt bei meiner Arbeit mit Willi verändern werde. Also ganz konkret auch einen Nutzen rausgezogen. Deswegen Daumen hoch. Das Pferdenseminar war für mich ein Erfolg.